Mahlzeit, ihr Schlawiner, hier ist wieder Knochen. Heute fliege ich ein bisschen mit der BF-109 E3 durch die Gegend. 20mm Ikaria Kanone haben wir vorne. 120mm, ja klar, vorne, wo soll sie auch sein? 120mm, das laber ich, 120 Schuss, 20mm Ikaria, so sieht's aus. Mit einer relativ moderaten Nachladezeit, also relativ flott. Und dazu haben wir noch zwei Borsig Rheinmetall oder Rheinmetall Borsig 792er MGs, MG17, wenn ich mich recht entsinne. Ich werde mal kurz warten. Denn ich bin noch ein bisschen eingerostet, was das Fliegen angeht. Immer noch. Denn ich mache zwischendurch zwar mal ein paar Flugzeugvideos, aber ich spiele nicht so häufig mit den Fliegern im Moment. Und eigentlich macht mir das aber eigentlich mehr Spaß jetzt als mit den Panzern. Gerade jetzt bei den Amerikanern bin ich ja schon im Bereich, wo man schnell mal einfach kaputt geht. Ohne dass man jemanden sieht, so in der Art. So, ich habe das Flugzeug schon ein bisschen länger. Wie man sieht, habe schon alle möglichen Abzeichen aufgeklatscht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das habe. Also bestimmt gute 2 Jahre. So fast so lange, wie ich spiele. Entschuldigung. So. Zeit, sich mal ein Ziel auszusuchen hier. Welches nehmen wir denn? Die SPD-3 wäre natürlich sehr gut. Aber da sind noch andere Leute dazwischen. Obwohl das eine andere SPD-3, A36... Könnte man überleben, könnte man rauskommen. Guck mal oben, P47. TBF. P47. Ich könnte jetzt unten in diesen kleinen Floorball rein. Einer ist schon weg. Also es wird ein bisschen freier da. Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock jetzt gegen die P47 zu kämpfen, weil, also gegen die übrige, denn da würde ich nicht rankommen. Ich will aber auch vermeiden, dass der mir jetzt gleich den Hintern abschießt hier. Also würde ich sagen, einfach runter. Und ich gehe davon aus, die P47 wird versuchen, irgendwelche höher fliegenden Flugzeuge abzugreifen. Voll versemmelt. Die ist weg. Trotzdem noch an die Dornier ran. Die sieht hinter mir aus. Okay. Ja, eingerostet, wie gesagt, ne? Eingerostet. Okay, ich muss tierisch aufpassen. Denn so eine Dornier soll man nicht unterschätzen. Ich glaube, ich gehe hier auf die A36. Eieieiei. Mein Tag oder was soll ich dazu sagen? Scheint wirklich nicht mein Tag zu sein. Aber auch da muss ich durch. Hilft ja nischt. Nicht einen verkackten Hit. Stürze einfach ab, Mann. Eben. Ich krieg hier nur Abschusshilfen. Hatte ich nicht. Gestern schon mal so ein Video, habe ich auch nur Abschusshilfen bekommen. Ich werde nachladen, weil die 20mm sind eigentlich meine Lebensversicherung. Beziehungsweise mein Hauptvorteil hier. Ich glaube, ich werde gejagt. Aber BF-109 ist mir auf den Fersen, so wie es scheint. Ja. Yep. So. Wer ist neben mir? Über mir ist einer. SPD-3. Wäre ich wahrscheinlich technisch sogar rangekommen, aber... Gott, was fliegt der für ein Modell? Der ist richtig schnell. Puh. Er wird's wissen. Ne.
Ja. Flugzeugkollision. Thanks, Bro. Besten Dank. Ich lieb dich. Lass uns heiraten. Spaß. Aber egal, egal. Ganz ruhig. Gott, ich glaube, meine Heizung ist kaputt. Also ich kann die irgendwie nicht. Ich habe sie schon auf 1 gestellt, aber die Bolle hat hier wie wahnsinnig. Ist so fucking warm. Gut, wen interessiert das? Ebenso, mich auch nicht. Ich muss ja mal dran glauben hier. Ja, der Kollege braucht sich auch nicht entschuldigen. Ist ja alles in Ordnung. Also ist das Fail oder was? Oh man, Kill hier, ich muss mich mal gut fühlen wieder. Puh! Er ist einfach, ich wollte schon sagen, der hat sich einen Flügel abgerissen und ist dadurch einfach abgestürzt. Ich hab ihn, oh shit! Mir fehlt der halbe Flügel. Gut, dass ich noch eine Runde fliegen werde. Oh Gott, ey. Ah! Ja, so Matches, wo es einfach nur, diese Domination Matches, ist mir aufgefallen, das ist einfach nur ein absolutes Abgeschlachten von Flugzeugen hier. Ich fliege jetzt ein ähnliches Modell. Fast dasselbe dann, ne? Rein technisch. Nicht ganz, aber hups, das kann ich gar nicht gucken. Wo ist der Typ? Werd nicht ohnmächtig. Bitte, bitte, werd nicht ohnmächtig. Wie viele Kills habe ich gemacht? Exakt keinen oder so, ne? Kann das sein? Dafür habe ich wieder jemanden hinter mir. Ah, ich sage, das sind Matches. Chukroki Kata! Zwei Flugzeuge zerstört. Doppelschlag. Wann habe ich ein anderes Flugzeug zerstört? Wen habe ich denn noch zerstört? Ich glaube, ja. Offensichtlich hat die einer Manöver versucht. Bin ich ein Lacker. Die einer Manöver versucht. Nee, das funktioniert nicht mehr. Alter, wie viel Munition hat der? Jetzt mal im Ernst. Scheiße, hat nicht ganz geklappt. Mike! Hast du mich versucht abzuschießen, ja, du kleine Schwuchtel? So, jetzt flatter ich einfach durch da. Ich meine, es gibt ja Basen, aber mir ist aufgefallen, im Low Level kümmern sich die Leute noch weniger drum. Um irgendwelche Ziele hier. <lacht> 3:3. Das sind jetzt nicht die prickelsten Stats. Na, eben gucken, hier bin ich entfernt. Das ist doch eine ganze Weile. Mit meiner Bombenlast werde ich die auch nicht wegballern, hier die Basen. Junkers 88. Gut, ist jetzt auch nicht so gefährlich. F2A. Na, das ist ja schon was anderes. Unter mir ist eine ganze Menge los, obwohl, naja, das hält sich in Grenzen. Was versucht dieser Quinky da? Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich einfach durchziehe. Sollen die doch versuchen, mich abzuschießen? Der Bomber ist eigentlich ziemlich cool. Ja, ich gehe tatsächlich runter. Ich meine, das ist ja Arcade. Ne? Da muss man nicht alles zu ernst nehmen. Ich meine, ich will natürlich auch gewinnen, ganz klar, aber... gerade nach den Verlusten, die ich bisher schon erlitten habe. Rockabilly Rules.
Und das wird echt knapp. Ich weiß nicht, ob ich die Last noch rauskriege. Wahrscheinlich nicht. Wow. Leck mich. Noch eine Runde. So, das ist jetzt hier eine reine Spaßkarte. Hier gibt es nur leichte Fahrzeuge und davon auch nicht viele. Wie man sieht. Was ist das hier? Korsun? Gut kicken hier. Berlin. Wieso kam hier auf Korsun? Keine Ahnung. Königin in Gelb. Immer wenn ich hier Frauen sehe oder vermute, dass es Frauen sein könnten. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein Gefühl. So ein Gefühl der... Ablehnung? Irgendwie ist das Ablehnung. Ich glaube schon, dass das irgendwie Ablehnung ist. So, Leck 3 habe ich keinen Bock drauf. Ich will mir die Königin holen hier. Ja, Heinschel hier. Ja, verfolgt man die Leck, genau. Mach das, das macht das, das machst du gut. Schon weg. Wie sieht's mit dem Kollegen aus? Wo ist er denn jetzt? Nee! Nimm mir den weg! Nimm mir den weg, Mann! Das ist halt das Blöde in diesem niedrigstufigen Bereich. Da macht sich halt jeder einen Spaß, hier einfach nur durstlich rumzuballern. Ich meine, pff, klar, das sind Fun-Karten, klar, dafür sind sie auch irgendwie gedacht, ne? Der will gar nicht kaputt gehen. Und ich bin schon wieder abgeschossen von Ukra! Wichser! Welcher ist denn das? Ich glaube, ich habe mir einfach, weiß ich nicht, vielleicht habe ich ein scheiß Setup, obwohl die Fahrzeuge alle zusammenpassen. Latente Frustration macht sich breit, aber nur latent. Durchatmen. Was war das für ein Einschlag? Wo ist denn der hier? Ukra-Bukra-Bukra Ahmenalek. Ja, war klar. Okay. Russian Boys. Mir kann er erzählen. Ich gebe ehrlich zu, je mehr ich irgendwas lese hier, Russen sind ob und alles ist bevorzugt hier und Gaijin ist ein russischer Spieleentwickler und das Spiel ist von Russen hier und die Russen sind natürlich alle besser als sie in echt waren und so. Ja, das prägt sich ein, gebe ich zu, das ist Propaganda. Kacke, Mann! Klaut er mir den hier? Draufhalten, einfach draufhalten. Das ist Pro Gaming, das ist Skill vom Allerfeinsten. Ich hab schon alles verballert. Wahnsinn. Mal abstürzen hier und gut ist. Natürlich ist das ziemlich clever, wenn man. Oh, was macht der denn hier für einen Scheiß? Hier ist er wieder. Okay. Jetzt will ich mir den holen. Den muss ich jetzt verfolgen, echt. Guck mal, wie schnell er da durch ist. Ein Wichser nach dem anderen versucht mich hier abzuballern. Süß. Ey, geil. Echt jetzt? Der ist einfach abgestürzt. Was ist das denn? Meinen Leuten, ey, boah, Wichser. Das ist natürlich, oh ja, das war's. Komisch, immer wenn ich nichts aufzeichne, bin ich richtig gut. Bin ich aber richtig gut. Aber mein Kollege ist zum Beispiel auch scheiße, der kriegt den Kollegen nicht runter hier. Jetzt fällt mein Motor aus, oder was? Wie kann jetzt mein Motor ausfallen? Ich verstehe das nicht. Wenn ich von hinten beschossen werde, wo ist denn der verkackte Motor? Jetzt mal im Ernst, wo ist dieser verkackte Motor?
Also wenigstens noch eine weiche Landung hinzukriegen. Ich habe das oft, wenn ein Russe auf mich schießt oder einer am russischen Flugzeug, wirklich aus den komischsten Winkeln kriege ich Treffer ab, kritische Treffer oder ja, von hinten unten wird der Pilot gekillt und all so eine Geschichten. Also, ich weiß noch nicht. Also echt, ich verstehe nicht, warum mein Motor ausgefallen ist, echt. Wutzi, Wutzi. Hat 9 Abschüsse. Über 2000 Punkte. Das ist ja nicht normal, ey. Ja. Weiche Landung. Puh. Puh, echt, ey. Was für eine Scheiße. Also rein mit der E4. Das ist frustrierend, weil ich, also ja gut, ich bin so ein bisschen eingerostet, gebe ich zu, aber so. Und wir haben schon wieder verloren, echt. Geiles Video. Ich habe drauf gewartet, ich weiß es. Ich mache eventuell noch eins, früher morgen. Aber okay, der Fail kommt auch mit hoch. Scheißegal drauf. Ja, scheißegal drauf. Ich kann nicht mehr sprechen tun. Egal. Danke fürs Zuschauen, trotz allem. Bis demnächst. Haut rein. Ciao.